So viel Wissen und so wenig Zeit in dieser Bibliothek hier. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 1. Also, wir sind hier noch stehen geblieben. Ich habe noch gesagt, wir rennen hier oben noch weiter, töten noch den Magier. Da unten haben wir noch eine Truhe entdeckt. Man sieht sie ganz schlecht. Da unten rechts auf dem, ja, dem Bücherregal. Wie man da hochkommt, ich vermute, wenn man die Treppe dreht und dann im richtigen Moment runterspringt. So wird es funktionieren. Aber dementsprechend schwierig vermutlich. Ruhig, 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 ruhig. Ja, Junge, mach mal halblang hier, bitte. Ich komme ja schon. Dir den Po zu versohlen. Gut. Wir schnabulieren hier ganz schnell was. Nein. Was ist das jetzt? Was machst du? Kann ich dich nicht anvisieren? Wir können das aber drehen, ne? So, dann komme ich zu dir und reiß dir den Arsch auf, Mann. Was ist das jetzt gewesen, Mann? Was machst denn du da? Ziehst du Selbstmord vor? Er zieht einfach den Selbstmord vor. So, wir drehen das Ganze nochmal, um die andere Seite noch kurz anzugucken. Hau. Ruck. Und da sind wir gekommen in der letzten Folge. Dann noch ganz kurz hier oben kuxeln. Vielleicht haben wir noch Loot, eine Truhe oder sonst irgendetwas. Ob es in dieser Bibliothek auch pornografische Schriften gibt? Die pornografischen Schriften des alten Magiers? Die müssen magisch gut sein. Oder verhext schlecht. Wenn der Magier mit einer Hexe verheiratet war, wird das zu Problemen geführt haben. Aber gut, genug der Spekulationen, der Absurdität. Wir sollten eigentlich hier natürlich weiter kraxeln. Dann wir drehen das Ganze noch einmal. Los! Da kann man irgendwas machen. Zuerst wieder die obere Etage kurz abchecken. Aber von hier bin ich gekommen, ne? Das ist totaler Schwachsinn, was ich mache. Die pornografischen Bildchen von Madame Mim. Ich hab doch geblockt. Hier haben wir eine Leiter. Das sieht verdächtig gut aus. Kann ich eigentlich auch... Nein, runterrutschen kann man hier nicht. Das kann man erst in den nächsten Dark Souls teilen. Also 2 und 3. Wir kraxen hier frisch fröhlich langsam runter. Betätigen den Hebel, wir ziehen ihn. Oh. Und eine wahrhaftig magische Tür geht auf. Na, ausgezeichnet. Gut, dann haben wir eine Abkürzung. Sie liegt zwar sehr verdächtig da, aber die Kette war richtig. Nur wenn die Kette so, ja, schlangenartig da liegt, geschlängelt, dann ist sie böse. Böse, 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 böse. Auch eine gute Truhe. Kristallglut. Ah, das können wir meinem Schmied bringen. Die ist böse, man sieht's, geschlängelt, ne?
Die ist gut, hier sieht man einen Unterschied. Gerade Kette. Oh, Riesenzelle. Das ist für Logan, glaube ich. Von der letzten Folge, da gehen wir natürlich hin. Und geschlängelt. Oh, ich habe es nicht mal richtig getroffen, fuck. Ah, hier, das ist ein Weg runter. Das machen wir natürlich auch auf. Ah, der kann natürlich von unten wieder irgendwie hochschlagen, das weiß ich alles. So. Böse oder gut? Gut. Ein Prismastein. Ich frage mich, was das hier eigentlich ist. Das sieht mir nach Zahnrädern aus für ein Uhrwerk. Obwohl es könnten auch Zahnräder sein, um Geheimgänge zu bauen. Und das hier ist sozusagen das Lager davon. So, wir befreien aber ganz kurz Logan, weil ich glaube, dass... Noch eine Truhe. Das ist der Truhenraum. Wir befreien mal ganz kurz Logan. Wir machen dann später an der Stelle weiter. Ich habe Angst, dass wenn ich hier weitergehe, dass Logan dann stirbt oder umgebracht wird oder da verschwindet oder entführt wird oder was weiß ich. Ich meine, ist ja alles möglich hier in Dark Souls. Ist die kränkste Welt überhaupt. Na gut, nicht, aber es passiert sehr viel stranges Zeugs hier. Und das wird hoffentlich niemand bestreiten. So. Wir sollten alle noch tot sein, weil ich habe seit dato habe ich nicht an einem Leuchtfeuer gerastet. Ich hoffe, dass es der richtige Schlüssel ist. Obwohl es steht Riesenzellenschlüssel. Es muss schon der richtige sein. Also das mit dem Klettern, da bin ich einfach nicht so Fan davon. Der Leiter, das sind in Dark Souls 2 und 3 dann schon wesentlich besser gemacht. Definitiv. Spazieren. Wir spazifizieren langsam hinunter. Und wir spazieren langsam hinunter. Wer hier keinen Lift eingebaut hat, gehört geschlagen. Ich meine, es hat ja viele Zahnräder. Ich frage mich immer noch, was das darstellen sollte. So, jetzt hoffen wir, dass ich richtig liege. Sag einfach ja. Ja. Na, danke schön. So, Logan, mein Lieber. Oh, thank you very much. I'm saved. That makes twice. I must be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be impressed by the onward march of sorcery. Das klingt durchaus vielversprechend. Ah, jawohl, eine Feuerhüterseele. Da kann ich mein Estus-Flakon verbessern. Und ich darf das nicht wieder einlösen, so wie das letzte Mal. Ich könnte mich ohrfeigen. Ich hätte jetzt nämlich Estus-Flakon plus 3 unten. Und ich löse das gegen Menschlichkeit ein. Ich bin so ein Geier manchmal. Dann haben wir plus 3, wenn ich das einsetze. Geht das ein bisschen hoch, das ist gut. Feuerhüterseelen kann ich, glaube ich, auch nirgendwo kaufen. Ich laufe die Treppe hoch. Wer hier keinen Lift eingebaut hat, gehört geschlagen. Verprügelt.
Mann. So, endlich. Und jetzt die Leiter hoch. Auch nicht sonderlich schnell, aber immerhin. Also. Dann erkunden wir die Bibliothek noch weiter. Hyper, hyper, weiter, weiter. Ich habe gesehen, dass wir hier nämlich auch noch runter können. Das machen wir noch schnell, bevor wir dann komplett nach unten gehen. Kurz gucken, ob wir hier nach... Oh. Ja, ein Kristallschwert. Die gehen schnell kaputt, soweit ich weiß, und lassen sich nicht reparieren. Deswegen ist es nicht so lukrativ. Ja. Wow! Wirf doch deine Freunde nicht so rum, Mann! Ein bisschen Respekt vor den Toten hier! Das geht gar nicht. Das ist im Fachgenre pietätlos, mein Lieber. Schwerst pietätlos. Leichen rumwerfen. Günther. Kristallmensch, 35 Jahre alt. Hobbys, Leichen rumwerfen. Ah, der liebe Günther. So, hier sollten wir, glaube ich, dann nochmal ein Liftchen haben. Ach so, hier können wir auch ganz runter. So ist das. Dann erkunden wir doch die andere Seite noch kurz fix. Ach so, so kann ich dann runter und hoch. Habe ich fast vergessen. Ich glaube, hier gibt es nämlich noch einen. Ich sehe deinen Schatten. Das kann zwangsläufig zu Problemen führen. Ganz ruhig. Töte dich ganz ruhig. Okay, dann will ich es aber... Oder will ich es probieren? Will ich es wirklich probieren? Zuerst will ich den die Bogenschützen töten. Tot! So! Wenn ich dann oben stehe, will ich nicht das Problem haben, dass ich dann getroffen werde vom Schützen und dann runter wanke, runter stolpere. Von wo in drei Teufelsgeiern kam jetzt dieser Schuss her? Irgendwo einen Bogenschützen, der das Gefühl hat, der ist Robin Hood oder so. Ja, da steht er. Du bist nicht Robin Hood. So, ich muss den anderen zuerst noch drehen. Aber wie komme ich dann hier wieder zurück? Unten durch? Ja. Dreh dich, Kleines. Na gut, dann machen wir das mit der Truhe später. Gehen wir halt hier nochmal runter. Diese ganze Liftsache ist schon dezent verwirrend.
Also nicht, wie es gebaut wurde, sondern einfach, wie es funktioniert. Nicht wie es funktioniert, sondern wie es gebaut wurde. So umgekehrt, Entschuldigung. Ein Leuchtfeuer. Tolle Aussicht. Naja, es geht so. Es geht so. Vielleicht, wenn da unten Günther wieder seine Leichen rumwirft, dann ist es eine tolle Aussicht, aber ansonsten geht's so. Ja. Du bist Robin Hood. Ich will ihn doch nur anvisieren. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich ihn aus dieser Distanz nicht anvisieren kann, Mann. Warum kann ich diesen Geier nicht anvisieren? Wenn sie es dann anders machen, müssen wir es so machen, müssen wir auf Tricks zurückgreifen, weil das Spiel nicht richtig konzipiert ist. So, los, waltet eures Amtes, Jungs. So. Unglaublich. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Irgendwie will das nicht so recht mit der Truhe. Ich komme vielleicht später darauf zurück oder ich lasse sie sein. So immens wichtig finde ich das jetzt nicht. Ich habe nämlich gesehen, dass wir unten noch einen weiteren Gang haben. Jetzt natürlich jeder so, hä, was, wo, unten? Da, wo wir das Wegchen nach unten aufgemacht haben, hier vorne. So. Hier unten, an der Stelle. So. Und? Oh, jetzt wäre ich fast in den Tod gedonnert. Wir gehen mal hinunter. Jetzt sind wir in einem Wald, wo Günther teilweise seine Leichen rumwirft. So, Entschuldigung, für den kurzen Cut. War der Controller kurz alle. Zum Glück an dieser Stelle. Oh, und nicht später. Oder im Kampf. Das ist das Schlimmste. Im Kampf. Gut. Also, dann wandeln wir weiter im Garten eben. Die sind so unglaublich schnell und agil. Puh. Für die Größe sind sie wirklich too fast. Und was bist du eigentlich für einer da? Ist das das schwarze Schaf unter denen? Ich kann es mir nämlich gut vorstellen. Oh, du frisst nicht so Magie, hä? Du bist resistent dagegen. Zumindest ansatzweise. Sehr gut, so. Warum genau töte ich euch nochmal? Wow. Ich bin so froh, dass ich das Nito-Schwert habe. Ohne das Nito-Schwert wäre ich doch dezent aufgeschmissen, glaube ich. Okay, zweihändig, zwei Schläge. Gut zu wissen. Also, dann töten wir den Goldigen da mal. Mal schauen, was du kannst. Das goldige Schaf unter den blauen. Genau die gleichen Hits. Wow. Scheiße.
Okay, du bist stabiler. Klare Ansage. Ich glaube, den muss ich nur ein einziges Mal töten, dann ist gut. Kommst du hier eigentlich durch? Ja, kommt er. Er ist eingeölt, deswegen ist er wahrscheinlich goldig. Weit ist er blau. Aber eingeölt sieht er einfach so aus. Ganz ruhig, Großer. Ganz ruhig. So. Das ist ein Ende. Hä? What the fuck? It was you who rescued me. Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Wow, der war einfach... Das ist die Zwiebelritterin. Es gibt Zwiebelritter und Zwiebelritterin. Okay, wir reden mal weiter, Moment. Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Ja, natürlich, habe ich gesehen. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if we'll just stay put and keep out of trouble. Ja, finde deinen Dad mal. Alles klar, das ist die Tochter. Oh, goodness. Ja, so weit sind die ja schon. Oh, warte, ich habe da Loot übersehen. Da rennen wir noch hin. Tja, also. Ich glaube, wir machen hier nochmal einen Cut, nochmal ein klitzekleines Päuselein. Und schauen dann in der nächsten Folge, wo wir hier im Wald eigentlich hinkommen. Ich habe die noch nie getroffen. Das ist sehr, sehr cool, dass die jetzt hier ist. Ich wusste gar nicht, dass er eine Tochter hat. Okay, wir legen den hier hinten rum, dann ist gut. Und dann schauen wir, was dieser Wald birgt. Jetzt wissen wir auch, warum der goldig war. Dieser Kristall. Weil sie drin war. So. Gut. Dann sage ich an dieser Stelle mal, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 1. Ich freue mich drauf. Bis dann.